Schienenersatzverkehr Linien 1, 2 und 4 aufgrund von Bauarbeiten im Bereich Friedrichstraße macht es sich erforderlich, von Mittwoch, den 6. März 2024 bis VSL. Donnerstag, den 28. März 2024 den Straßenbahnbetrieb auf den Linien 1 und 4 über den Ostbahnhof umzuleiten und zwischen Gotha Hauptbahnhof und Gotha Hersdorfstraße einen Schienenersatzverkehr mit Bussen einzurichten. Fahrgäste der Linien 1 und 4 von zum Hauptbahnhof müssen an der Hersdorfstraße umsteigen. Änderungen in der Verkehrsabwicklung. Es gilt ein Sonderfahrplan bezüglich der Fahrzeitveränderungen auf den Linien 1 und 4 zwischen Gotha Hersdorfstraße, Gotha Ostbahnhof. Alle Straßenbahnen der Linie 1 und 4 verkehren über den Ostbahnhof von zum Krankenhaus bzw. Bad Tabaz. Zwischen Gotha Hersdorfstraße und Gotha Hauptbahnhof besteht ein Schienenersatzverkehr mit Bussen. Linien 2 und 3 verkehren nicht. Fahrgäste in aus Richtung Gotha Hauptbahnhof steigen an der Ersatzhaltestelle Gotha Hersdorfstraße in die nächste Bahn um. Die Haltestelle Hersdorfplatz wird ca. 100 Meter in Richtung Hersdorfstraße verlegt. Haltestelle Bahnhofstraße in Richtung Huttenstraße wird nicht bedient. Ersatzhaltestelle VLG Mozartstraße. Bitte beachten Sie die Änderungen bezüglich der Haltestellenbedienung und Haltestellenverlegung im Schienenersatzverkehr. Informieren Sie sich bitte an den Haltestellen oder beim Fahrpersonal. Aufgrund der veränderten Verkehrsabwicklung lassen sich Verspätungen und die Aufgabe von Anschlüssen nicht immer vermeiden. Wir danken für Ihr Verständnis. Rail Replacement Services Lines 1, 2 and 4 due to construction work in the Friedrichstrasse area, it is necessary from Wednesday, March 6, 2024 to possibly Thursday, March 28, 2024 to reroute tram service on lines 1 and 4 via Ostbahnhof and to set up a replacement bus service between Gotha Hauptbahnhof and Gotha Hersdorfstrasse. Passengers on lines 1 and 4 too, from the main station must change at Hersdorfstrasse. Changes in traffic processing. A special timetable applies. Regarding the travel time changes on lines 1 and 4 between Gotha Hersdorfstrasse, Gotha Ostbahnhof. All trams on lines 1 and 4 run via the Ostbahnhof too, from the hospital or Bad Tabaz. There is a rail replacement bus service between Gotha Hersdorfstrasse and Gotha Main Station. Lines 2 and 3 do not operate. Passengers going to, from Gotha Hauptbahnhof change to the next train at the alternative stop Gotha Hersdorfstrasse. The Hersdorfplatz stop will be moved approximately 100 meters towards Hersdorfstrasse. The Bahnhofstrasse stop in the direction of Huttenstrasse is not served. Substitute stop VLG Mozartstrasse. Please note the changes. Please find out more about stop operation and stop relocation in rail replacement services at the stops or from the driving staff. Due to the changed traffic management, delays and the abandonment of connections cannot always be avoided. Thank you for your understanding. Thank you.